Recht herzlich willkommen zur 203. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe zwischenzeitlich die Version geupdatet. Wir sind in der 1.6.1. Wir waren bei der 1.4.2 unterwegs. Das ist ein großer Sprung. Und ich habe herausgefunden, was wir brauchen für unsere Rakete. Und dann laden wir das mal, öffnen das mal. Und zwar... hier seht ihr, das ist das und das laden wir jetzt und dann mit der Plus-Taste ranzoomen, ne? Dann bauen wir mal das hier weg, das weg und holen uns den Science Junior da rein, weil der wurde doch tatsächlich verlangt als Laderaum. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen rumbasteln. Da... Kleidung bearbeiten. Vorhängenabschnitt bearbeiten, ja. Glaube, so ist schon gut. Wie tue ich denn da so drehen? Okay. Ist schon ziemlich stumpf so, ne? Warte mal, lass mal so machen. Ich glaube bis dahin. Ah, jetzt habe ich es natürlich falsch gemacht. Nochmal dran, nochmal das nehmen. Warte, links ist platzieren, rechts ist das Umgekehrte, ne? So, und das ist jetzt das nächste. So, und jetzt machen wir zu. Fertig. Passt. Okay, das Ding ist heiler. Und sag mal, gerade ist alles drin, ja, ne? Ja, ist alles drin. Gut. Damit haben wir das erledigt. Jetzt fehlt uns das Care, ne? Das habe ich nicht geupdatet. Das fehlt uns jetzt hier. Wie sieht es denn hier aus? Das ist richtig. Der fliegt dann weg. Wenn wir die wegsprengen, konnten wir auch gleichzeitig das machen, weil das mittlere Triebwerk ja auch weg ist. Dann das. Und das passt soweit. Delta V haben wir hier. Jetzt müsste man nur wissen, wie und wo und was kann ich hier sehen. Rumpf. Sehr schön. Schub, RFS, Startmasse, Endmasse, Schubzeit, SGV. Wo macht das denn hin und wo macht das weg? Das wäre noch die Frage, ne? Ich sehe nichts. Delta V, da steht was. Okay. Ich weiß zwar nicht, wo es hinkommt, aber die Rakete war ja so ungefähr passend. Ich muss es dann wieder einbauen und dann wird das schon klappen. Ne? So, speichern wir das ganze Ding und dann können wir auf das Startpad gehen. So. Jo, da steht sie dann. Jetzt würde ich sagen, brauchen wir noch den vollen Schub. Dann das SRS an. Und hier kann man einstellen, was er zeigt. Aber ich weiß nicht, wo er es zeigt. Gut, ist jetzt nicht das Problem, sondern wir müssen noch gucken. Achso, Karte einmal. Er zieht so rum. Wir haben das letzte Mal auch gehabt. Da sind wir fehlgeflogen. Wir müssen so rumfliegen. Das heißt, letztes Mal habe ich nach Süden das Ganze gemacht. Das heißt, wir müssen es jetzt nach Norden oder bei W und S. S ist natürlich nicht Süden, sondern nach unten war die Richtung zum Fliegen. So, ich glaube, dann haben wir es eigentlich soweit, ne, oder? Dann würde ich jetzt sagen, Zeitmodus.
Ja, ich weiß nicht, wo er mir jetzt dieses Delta B anzeigt, was ich sage. Hätte ich gern gesehen, wo das ist. Da passiert nichts. Das sind meine Forschungspunkte. Das ist alles mein Geld und so weiter. Das ist jetzt nichts von Bedeutung. Detaillierte. Vielleicht erst, wenn wir fliegen, dass das kommt. Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall schon alles ziemlich gut. Ja, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! So. Also das bringt mir jetzt hier gerade nichts. Ich neige mal gen einer Richtung. 2 Grad, 4 Grad. Soweit sieht das alles ganz gut aus. Gucken wir mal hier rein, wo wir hier so sind, ne? Warum jetzt hier der Ton kommt, weiß ich nicht. Normalerweise ist das nicht richtig. Wir müssen aber weiter nach rum. Okay, das sieht jetzt besser aus. Fliegen wir mal so weiter. So, das Haupttriebwerk ist gleich leer. Danach können wir nicht mehr steuern. Sondern er fliegt nur noch mit den Feststoffraketen weiter. Das ist auch normal. 33.000. Kommen wir aber gut weit hoch, denke ich. Sollte funktionieren. Karte ein- ausblenden. Okay. Hier sind wir schon bei 60. Das kommt ganz gut raus, was wir da gerade machen. Würde ich sagen. Gut. Dann sprengen wir da was ab. Und gehen schon mal weiter darüber, weil ich glaube, die Höhe ist schon okay. Wir können schon komplett hier auf diesen Kurs gehen. Damit wir den Orbit kriegen, ne? So. Macht einen guten Eindruck. Ist das hier? Standortzone 5 dB. Keine Ahnung. Geschwindigkeit höher. Infosatellitenrakete. Ja, sieht gut aus, oder? Kann man scrollen, ja, alles klar. Okay. Lassen wir so. Hier sind wir noch bei 98. So, wir sind aber diesmal vollkommen richtig rum unterwegs, ne? Ja. Diesmal haben wir alles richtig gemacht, glaube ich. Okay, es passt nicht ganz. Wir müssen das nachher noch anpassen, aber erstmal läuft's. Na? Bisschen wieder hier korrigieren. Ja. Also irgendwann wird gleich die Periapsis erscheinen und dann ist es alles gut, oder? Karte sieht schick aus hier. Ja, geht doch gut hoch, oder? Ja, wächst und gedeiht. 123 und kann nicht mehr lange dauern. Dann haben wir auch die Periapsis gleich da. Ja. Da unten ist sie. Und 43, 47, 50,
Sieht man gerade schlecht wegen dem davor. So, jetzt sind wir auf jeden Fall im All. Und ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal eine Pause. Weil, da sind wir schon ziemlich groß geworden. Ne? Aber na okay, wir müssen ja da noch auf ein paar Millionen. So ist ja nicht. Gut, okay, dann sind wir aber diesmal sehr gut unterwegs, würde ich sagen. Das sollte jetzt auch klappen, dass wir das hinkriegen, ne? Gut, dann würde ich sagen, suchen wir uns irgendwo einen Punkt. Ja, wir müssen erstmal das Ding gleich groß kriegen, oder wie ist das? Wir machen es einfach hier Manöver hin. Machen wir da ein Manöver hin. Zack. Und soweit ist erstmal gut, oder? Ich glaube, das ist schon nicht schlecht. Das können wir schon mal so fliegen dann. Dann richten wir hier unten aus. Auf den Punkt da. Den wir da gleich erreichen werden. So, ein klein bisschen zurück. Ja. Klein bisschen noch rüber. Ein bisschen. Ich glaube, jetzt sitzen wir schon ganz gut da drauf. So, und dann zum nächsten Manöver vorspulen. Ist dann auch richtig. Und da müssen wir dann mal Schub geben. So. 21 Sekunden ist die Schubzeit. Es ist spielentscheidend, das jetzt zu machen oder ein bisschen später. Ich glaube nicht, ne? Können wir aber jetzt schon machen. So, da brennen wir jetzt runter. So. Passt, oder? Ja, macht einen super Eindruck. Das kann weg. Wir fliegen nach hier hin. Ne, machen wir erst nicht. Wir richten uns erst aus. Achso, das ist da hinten im Hintergrund. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, was ist das, aber. Ich glaube, wir müssen. Ja, weiß ich auch nicht, wo unser Flugrichtung ist, aber irgendwo in dieser Gegend muss das gewesen sein. Da unten ist er. So passt das schon. Okay. Ausgerichtet sind wir. Und Schub geben wir. Aber erst wenn wir hier sind, ne? Oder wie war das? Ne, nix Manöver hinzufügen war falsch, sondern hierher vorspulen. Gut. So, und dann geben wir da mal Geschwindigkeit hinzu. Dann wird das größer, ne? So sieht doch nicht schlecht aus, oder?
Müssen wir gerade noch mal gucken, aber das ist doch alles gut, ne? Ja, sieht gut aus. Und so lassen wir es erstmal. Jetzt müssen wir die Periapsis noch erweitern. Aber das machen wir in der nächsten Folge, denke ich. Ich würde mal sagen, wenn ihr noch kein Abo habt, dann macht das. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.